Servus, liebe Freunde. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, gestern bzw. beim letzten Mal haben wir ja hier die Palette mit der Wolle schon mal runtergenommen, damit natürlich unsere Tierchen weiter brav arbeiten können. Diese Wolle wollen wir jetzt erstmal verkaufen. Das bringt uns ja wieder gutes Geld. Und wir haben jetzt auch beim letzten Mal schon festgestellt, die Solarmodule bringen uns auch entsprechend ein bisschen Kohle. Das hilft uns also so ein bisschen, die Kosten zu decken. Wir haben natürlich schon höhere Kosten, aber ja, wenn es so ein klein bisschen sich amortisiert bzw. gegenrechnet, ist das natürlich für unsere finanzielle Zukunft auch gut. So, und hier habe ich es jetzt tatsächlich mal geschafft. Ich war da ein bisschen zu schnell und habe die Palette mal kurz wegfliegen lassen. So, das Typische, was einem Staplerfahrer auch gerne mal passiert, wenn man zu abrupt bremst, dann rutscht nämlich gerade die gesamte Ladung nach vorne weg. Erinnere da an den Gabelstapler-Simulator. Wer da möchte, ein bisschen was zu lachen haben will, kann da gerne mal reingucken. Ist also ganz lustig gewesen. Das Spiel selbst, naja, war eigentlich für die Füße. Aber es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht, da ein bisschen rumzuwuseln. Ja, ist eine eigene Playlist, könnt ihr gerne mal reinschauen, war also schon ganz lustig. So, und auch hier werde ich wieder mal meinen Trick machen. Ich werde einfach auf die Fahrstufe 1 gehen. Dann kann man gleichmäßig fahren und dann ist es auch kein Problem. Schwupp, so, jetzt haben wir hier das schon mal erledigt. Dann fahren wir auch gleich wieder runter und werden dementsprechend auch gleich die Ballengabel wieder ablegen. Mit der haben wir jetzt erstmal halt, richtig abbiegen, mit der haben wir jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit. Und können uns da ganz in Ruhe erstmal jetzt um die Feldverbindung Feld 10, Feld 11 kümmern. Und die Ernte sollte auch bald soweit sein. Von dem Punkt können wir uns jetzt da oben auf 10, 11 konzentrieren. Das 11er, 10er, wenn das fertig verbunden ist, können wir danach auch gleich direkt einsehen. Da wir ja aufgrund unserer Zwischenfälle mit Wetter mit der Versatzstufe eh ein bisschen warten müssen. Und da sieht man auch, dass die Schafe entsprechend hier schon wieder aktiv sind, uns das nächste Geld organisieren. So, den kuppeln wir ab, legen den dahin. Apropos Schafe, ja, wir müssen mal hier unsere nächsten Tierchen kaufen. Und was sehen wir? Wow, wir sind auch hier bald auf der 300. Folge. Das ist also absolut gigantisch. Hätte ich am Anfang des Let's Plays gar nicht so gedacht. Das letzte Let's Play, bevor Titanium rauskam, war um die 220 Folgen. Wenn ich jetzt überlege, dass wir hier zwei LPs haben für den Landwirtschaftssimulator und das Ganze ja im Doppelpack hier läuft und trotzdem sind wir schon bei über 300 pro Staffel, also 600 Folgen. Das ist schon massiv. Wie die Umstellung dann zum Landwirtschaftssimulator 2015 sein wird, weiß ich noch nicht. Da gucken wir mal. Da könnt ihr auch mal reinschreiben, wie ihr euch das vorstellt. Also ich hätte da folgende Optionen zur Auswahl. Zum einen, wir hören mit beiden Spielständen dann auf, machen da einen Cut und starten mit dem neuen Landwirtschaftssimulator im Prinzip. Vielleicht sogar, wenn es möglich ist, auf einer neuen Map. Oder wir lassen das Hagenstedt sein und nehmen dafür sozusagen zusätzlich die neue Map vielleicht vom 2015er mit rein. Oder wir versuchen sozusagen die vorhandenen Spielstände auf das neue 2015er zu übertragen. Also da könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Ich denke nur, Hagenstedt ist in dem Punkt so ein bisschen langsam ausgereizt, denn wir haben jetzt sozusagen 500 Folgen schon mit Hagenstedt gemacht und eigentlich haben wir ja in Hagenstedt soweit beim ersten Let's Play schon alles erreicht. Beim zweiten stehen wir auch schon ganz gut, haben allerdings noch nicht so viele Felder. Also, wie gesagt, schreibt mal rein, was ihr da für Ideen habt. Es dauert ja auch noch ein paar Minuten, bis das Neue rauskommt. Von daher können wir ja erstmal auch gucken, wie sich das noch entwickelt. So, und hier gucken wir jetzt nochmal weiter. Dann fahren wir den erstmal hier runter. Da kümmern wir uns aber in Summe dann später drum. Ich will jetzt eigentlich erstmal schauen, dass wir hier mit unserer Feldverbindung weiterkommen. Das heißt, einfach mal die Fahrstufe 1 einschalten. Felder erstellen, halt, Felder erstellen, zulassen muss ich noch aktivieren. Das ist immer der Nachteil. Wenn wir nämlich hier den Spielstand neu laden, dann müssen wir das auch wieder neu aktivieren. So, und da rechts sehe ich gerade, läuft schön parallel die Wachstumsstufe durch. Das bedeutet also, wir können jetzt gleich auch mit der Ernte anfangen. Das ist also auch schon mal sehr gut. Ja, hier bin ich wieder ein bisschen zaghaft, sehe ich gerade. Da könnte ich, glaube ich, noch ein Stückchen rüberfahren. Da
damit es nicht zu sehr überlappt, weil ansonsten kommen wir auch mit der Verbindung nicht weiter. Aber wie gesagt, also der Tipp vom MacVurago und vom Martin, die haben das beide mittlerweile geschrieben, ist also schon super, dass wir das hier in der Längsform machen, weil das ist dann deutlich schneller als 200 oder wie viel oft mal übertrieben gesagt hier drehen und jede kurze Spur miteinander zu verbinden. Und ja, ihr seht auch schon, wir haben ja beim letzten Mal schon einiges erreicht. Mit viel Glück können wir das heute sogar fertig kriegen. Da müssen wir mal gucken, wie sehr uns der Mähdrescher bei der Ernte gleich in Anspruch nimmt. Aber vom Grundprinzip schaut das schon mal richtig gut aus. Wir haben einiges an Ackerfläche dazu bekommen. Also von dem Punkt her bin ich da schon sehr zufrieden, dass wir das so gemacht haben. So, jetzt hier nochmal kurz gucken, dass wir rechtzeitig stoppen. So, ich denke, das passt. Dann werden wir hier gleich mal den Flug anheben. Mal kurz drehen. Ist auch ganz gut, dass wir hier den großen, so schweren Traktor genommen haben. Ich glaube, das macht dann vieles einfacher. So. Und jetzt warten wir aber hier noch eine Sekunde, denn dann können wir, wie gesagt, gerade hier den Mähdrescher schon mal starten, damit der mit der Ernte loslegt. Und hier müssen wir auch gucken, so ist er jetzt schon durch. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, wir drehen jetzt auch die Zeit wieder runter, starten den Helfer und ich muss auch gleich gucken, dass wir das richtige Gerät anwählen und Strohhäcksler ausschalten, dass wir auch entsprechend unsere Strohablage wieder kriegen. So, passt perfekt. Dann lassen wir den mal da weiterfahren. Optimal. Wir kümmern uns jetzt als erstes mal, halt, wir können uns was anders kümmern. Fällt mir gerade mal ein. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo wir da stehen. Da stehen wir hier. Gut, dann kuppeln wir hier mal den Miststreuer ab. Den brauchen wir jetzt sowieso erstmal eine Zeit lang nicht. Und werden mal den großen Ladewagen ankuppeln. Denn das Stroh, die BGA, also der Einfüllschacht der BGA, ist ja leer. Das heißt, wir können also hier ohne Schwierigkeiten erstmal das Stroh nicht aussteigen, du Trödel. Können das Stroh erstmal aufsammeln hier über den Ladewagen und dann direkt in den Schacht der BGA kippen. Beziehungsweise wir können auch die erste Fuhre Stroh hier unseren Tieren mal wieder zur Verfügung stellen. Da wollte ich sowieso mal gucken. Mal schauen, wo das jetzt genau ist. Statistik, Kühe. So, Stroh haben wir nur noch 167.000 Liter. Da haben wir eigentlich noch ein bisschen was. Allerdings sind da auch noch Tiere dazugekommen. Ich denke mal, da kriegen wir noch ein bisschen was unter. Das können wir dann im Prinzip sozusagen mitversorgen. Ah, da sieht man auch schön, wie die Wachstumsstufe langsam durchläuft. Sobald die hier unten jetzt durchgelaufen ist, können wir auch das Feld 14 dann einsehen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir im Prinzip den Raps dann auch wieder erledigt wissen. So, und hier kämpft sich der Case erstmal durch. Ich sag mal, solange er leer ist, ist das ja auch gar kein Problem. Da kommt er ganz gut voran. So, den Case Mähdrescher können wir gleich schon wieder abtanken. Und dann, wie gesagt, machen wir weiter mit unserer Feldverbindung. Ja, ich glaube, die so richtig fertig kriegen wir die heute wahrscheinlich nicht. Weil es ist doch nochmal ein ganz schönes Eck, was wir da zu tun haben. Aber wir probieren das mal. So, Mähdrescher voll. Das heißt, wir tanken mal ab. Und danach geht es mit der Feldverbindung erstmal weiter. So, gucken wir mal. Gucken wir erstmal, wo wir jetzt hin müssen. Sorry, ich muss mich ab und zu ein bisschen räuspern im Moment. Weiß nicht warum. Irgendwie vielleicht noch nicht genug getrunken oder keine Ahnung. Also jedenfalls gesundheitlich bin ich eigentlich soweit fit. Keine Ahnung, was da los ist. Halt, das war ein Tick zu weit. Machen wir ein Stückchen zurück. Wunderbar. So, und den brauchen wir hier. So, dann fahren wir noch ein Eckel vor. Ich denke mal, das ist ganz gut. Senken das Ganze ab. Machen auch hier natürlich Licht und Arbeitslicht jetzt an. Es wird ja langsam mal ein bisschen dunkel. Oh, und werden hier mal unsere Feldverbindung vorantreiben. Also da bin ich mal gespannt. Auch wenn das große Feld hier durch ist, da brauchen wir mindestens mal 2 Mähdrescher, um hier gescheit zu arbeiten. Und dann wäre sogar noch die Überlegung, ob wir hier mit der Fruchtsorte noch was machen. Ja, denn Weizen auf so einem Feld, wow, das gibt viel. Also ich denke mal, das können wir dann sogar schon fast auch dann jedes Mal direkt verkaufen, egal wie der Preis ist, weil sonst haben wir das Silo ruckzuck voll. Aber wie gesagt, das sehen wir jetzt bald. Wir bereiten ja so gesehen alles schon darauf vor. So,
Hier, ja, ich lasse eigentlich noch ein bisschen zu viel überlappen. Wir kriegen gerade nur 2 bis 3 neue Spuren dazu. Aber ich glaube, in Summe ist das gar nicht schlecht, weil ich da hinten ja entsprechend etwas ja, reingefahren bin, sozusagen eine kleine Kurve gezogen habe. Da kann man das ein bisschen ausgleichen jetzt. Ja, kriegen wir, glaube ich, so ganz gut hin. Oh, und da drüben ist das nächste Verkehrsschild, das nächste Geschwindigkeitsbegrenzungsschild. Mal gucken, ob ich das diesmal stehen lasse oder ob ich das wieder umsemmel. So, okay, heben wir einmal an. Dann können wir mal ganz dezent drehen. Oh ja, und jetzt kann man auch schon sehen, wir sind hier richtig gut dabei. Das passt eigentlich optimal. So, hier passt das auch, glaube ich, soweit. Das heißt, wir senken ab und gehen wieder auf die Fahrstufe 1. Und können hier gleich die nächste Spur starten. Ja, und dann kommen wir auf dem Rückweg im Prinzip sogar schon direkt auf das Gras. Auf den Grasrand sozusagen des Feldes 10. Das hilft uns natürlich auch, weil das heißt, wir haben es bald geschafft. Der Endspurt naht. Also ich denke mal, spätestens in der nächsten Folge sollte die Feldverbindung dann in Ordnung sein und fertig. Denn wir müssen jetzt gleich den Mähdrescher nochmal abtanken. Aber wir kommen eigentlich richtig gut voran. Oh, und dann nehmen wir noch das Stroh auf. Das haben wir ja auch. Wie gesagt, das geht zum Teil an die Kühe, der Rest geht direkt in die BGA. So, hier bleibe ich mal kurz stehen. Wechsel mal kurz auf unseren Truck, damit wir hier wieder abtanken können und der Mähdrescher weiterfährt. Oh, und dann haben wir es gleich geschafft. Dann haben wir unser erstes Riesenfeld sozusagen, also verhältnismäßig. Also wenn ich da so an die Felder in Hagenstedt denke oder auch hier an die Felder, also das ist dann deutlich größer, auch als 14 und 15. Von daher eigentlich das größte Feld, was wir dann bisher erstmal hier im Einsatz haben. So, hier fahren wir gleich ganz gemütlich weiter. Ja, ein paar Minuten haben wir ja noch. Also ich denke mal, wir kommen ziemlich gut voran. Und, achso, ja, das sollten wir dann, ach, das starte ich dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann können wir nämlich dann die Einsaat starten. Während wir die Einsaat laufen lassen, kümmern wir uns hier nur um das Stroh. Oder wollen wir die jetzt noch loslegen lassen? Ja, können wir auch jetzt schnell machen. Warte mal schauen, wir haben ja hier alles vorbereitet. Gehen wir mal aufs richtige Gerät, so Fahrstufe 2. Dann den Düngestreuer einschalten und dann lassen wir den Helfer auch schon mal loslegen. Oh, jetzt war jetzt falsch rum gestartet, das ist auch cool. Also nochmal die Feldspritze starten, den Helfer einstellen, so, und dann sollte das jetzt eigentlich passen. Ja, perfekt, läuft gut, okay. Super. Ja, dann geht's weiter hier. Ne, wie gesagt, das ist ja noch ein Moment Zeit, dann lohnt sich das eigentlich schon. Dann kann die Konto da entsprechend schon mal ein bisschen loslegen. So, Mähdrescher ist auch schon wieder unterwegs. Wir sind hier schon fast am Grünstreifen dran. Also auch heute eigentlich ganz gut vorangekommen. Wäre vielleicht noch ein bisschen effektiver gewesen, wenn ich mich getraut hätte, vielleicht doch noch ein bisschen weniger überlappen zu lassen. Aber okay. Bin da vielleicht ein bisschen zu ängstlich manchmal. Und dann bin ich gespannt, wenn wir die Abschlussspuren machen, wie das dann aussieht. Ich glaube, wir sind da zum Teil ein bisschen drüber. Aber da ziehen wir eine saubere Spur, dann kriegen wir das hin. Also soweit erstmal gar kein Problem. So, hier kann ich sogar noch, oh Gott, ja, viel weiter vor. Da habe ich ja viel zu früh angefangen. So, senkt mir hier mal ab. Ja, das wäre so eigentlich die richtige Höhe gewesen. Aber nö. Ah, da unten liegt immer noch der Strohballen drunter, den wir da unten aufgerissen haben. Also den haben wir immer noch nicht so raus. Mal gucken, ob wir den irgendwann mal noch loswerden. Ja, vielleicht mal mit Palettengabel oder so probieren, den sozusagen rauszukratzen oder rauszuschnicken. Weil während der Fahrt, ja, der scheint sich dafür immer festgesetzt zu haben. Ansonsten könnten wir höchstens nochmal versuchen, das Fahrzeug zu resetten, ob sich damit was tut. Aber ich glaube nicht so wirklich. Aber was ich glaube, ist, dass wir noch den Mähdrescher abtanken sollten, oder? Nö, den lassen wir jetzt mal so stehen. Da können wir ja morgen dann, beziehungsweise in der nächsten Folge weitermachen. Ich will jetzt hier die Spuren noch durchziehen. Wir sind ja jetzt schon hier am Grünstreifen, also schon sozusagen auch hier mit der Feldverbindung im Endspurt. Ja, mit dem Längsverbinden. Das klappt einfach wunderbar. Dann müssen wir ja noch die 2 Streifen ziehen, oben und unten, sozusagen auf der Stirnseite. Gucken, dass wir da eine saubere Verbindung hinkriegen. Und wenn wir das geschafft haben, ja, dann steht's eigentlich ganz cool. Dann sind wir soweit richtig gut dabei. So.
Okay, also hier sind wir auch durch. Der Mähdrescher hat es auch soweit geschafft. Wir gucken mal nach der Sämaschine, die ist hier auch brav zugange. Ich würde sagen, wir warten noch, bis die hier unten gedreht hat. Oder oben hat sie wieder einen kleinen Hubbel gelassen. Über den Berg hat sie wohl das nicht so richtig einsehen können. Okay. Ja, das ist doof. Das können wir noch ein bisschen nachbearbeiten, dann, das ist aber auch kein Problem. Wie gesagt, wir lassen den jetzt hier noch drehen. Dann ist er gleich sauber in der Spur, kann der auch in der nächsten Folge gleich anfangen. In der Zeit sage ich aber schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder so ein bisschen gefallen. Ihr seht, wir kommen jetzt richtig in die Puschen eines großen Landwirtes. Also das sieht schon mal ganz cool aus. Und ja, dann schaltet beim nächsten Mal einfach wieder mit ein. Dann wird es hier weitergehen, zum einen mit der Einsaat, zum anderen mit der Ernte oben. Wir werden die Feldverbindung abschließen und ich denke mal, bis dahin haben wir dann soweit alles im Griff. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.